Nächste Rednerin ist für die FDP-Fraktion die Kollegin Julika Sand. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, nein, das ist nicht mal eben Ende der Legislaturperiode, wo mal so ein Thema aufpoppt. Die ganze Zeit haben wir Positionspapiere, Antragspakete, Anträge, Gesetzentwürfe zu dem Thema vorgelegt und eingefordert, und es ist nichts passiert. Ich muss sagen, dass wir jetzt noch mal diese Debatte führen, das wirft einfach ein Schlaglicht auf dieses wichtige Thema noch mal. Und was wir diese drei Tage, jetzt diese letzten drei Sitzungstage erleben, gestern ging es um Steuermilliarden, die in der Stammstrecke versenkt wurden wegen dilatorischer Behandlung. Heute geht es um Dilettantismus im Kita- und schulischen Bereich. Mein Resümee dieser Legislaturperiode und der Staatsregierung ist dilatorisch-dilettantisch. Anders kann ich es nicht mehr ausdrücken. Die frühkindliche Bildung und die Kitas und der Ganztag sind immens wichtig, sind entscheidend für die Chancen für jeden einzelnen Menschen. Deshalb müssen wir uns einfach darum kümmern. Deshalb müssen wir uns hier dringend engagieren. Und wir wissen aus sämtlichen Studien, dass jeder Euro, der in frühkindliche Bildung fließt, besonders gut investiert ist. Aber was macht die bayerische Staatsregierung? Sie brüstet sich noch im Herbst, dass sie 3 Milliarden Euro Familiengeld mit der Gießkanne verteilt hat. Ohne Effekt an alle möglichen Leute, egal wie das Einkommen ist. Einfach mit der Gießkanne. Sie hat nicht gesagt, was sie damit erreicht hat, sondern nur, wir haben viel Geld ausgegeben. Gleichzeitig fehlt das Geld in der frühkindlichen Bildung. Und das Ergebnis ist doch das, auch beim Ausbau. Bei den unter Dreijährigen gehen 12% leer aus. 12% erhalten keinen Platz. Beim Ganztag, beim schulischen Ganztag gehen 20% leer aus. Und Bayern ist hier nun mal, das sagt die neue Studie, Schlusslicht bundesweit. Und das ist eine Watschen für die Familie, das ist eine Watschen für die Gleichstellung. Und wenn ein Elternteil, meist die Mutter, dann zu Hause bleiben muss, obwohl sie gerne arbeiten würde und einen Job hat, dann ist das auch eine Watschen für die bayerische Wirtschaft. Genau. Gut, dass Sie Daumen hoch machen. Richtig so. Das ist eine Watschen für die Wirtschaft. Und da haben wir, jetzt sind Sie nicht mal da, wir haben einen Wirtschaftsminister und einen Bildungsminister. Und die hätten das doch zu ihrem Projekt machen können. Die hätten doch sagen können, wir schaffen Ganztagsplätze, damit diese Eltern als Fachkräfte dem Arbeitsmarkt und der Wirtschaft zur Verfügung stehen. Aber was machen Sie? Sie beschäftigen sich mit Winnetou und Kuhfladen. Wir von der FDP fordern Investitionen in frühkindliche Bildung. Die Bertelsmann Stiftung hat gesagt, jetzt, dass Anfang der Legislatur 7.000 Fachkräfte gefehlt haben. Mittlerweile sind es 40.000. Das ist ihre Bilanz. Und eigene Erhebungen haben sie gar nicht, denn die Fachkräftebedarfsanalyse, die wir seit Jahren einfordern, fehlt ja immer noch. Die Ministerin kündigt sie ständig an. Ich hoffe, dass sie irgendwann kommen. Dann können wir sagen, Opposition wirkt. Aber sie ist bis jetzt nicht gekommen, weil offensichtlich sind die Zahlen so schlecht, dass sie sich lieber bedeckt halten und da weiter im Nebel rumstochern. Wir fordern höhere Pauschalen pro Kind. Mehr Zeit für die Vorbereitung und Verwaltung, eine vergütete Erzieherausbildung für alle Erzieherinnen und Erzieher als grundsätzliches Modell. Wir brauchen eine bessere Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Da läuft so viel schief in dem Bereich, dass hochqualifizierte Fachkräfte mit Hochschulabschluss hier nicht als Erzieherinnen und Erzieher arbeiten dürfen. Wie dumm ist das denn, ja, angesichts des Fachkräftemangels? Das kann ich nicht nachvollziehen. Und weiter brauchen wir natürlich auch bessere Anstellungsschlüssel, weil wir müssen doch die Fachkräfte wertschätzen, die wir haben, und die Arbeitsbedingungen verbessern. Da gibt es doch jetzt auch gerade die Massenpetition. Wir brauchen bessere Anstellungsschlüssel, statt immer zu sagen, wir verschlechtern die noch weiter, wenn denn der Mangel sichtbar wird. Und wir brauchen mehr Verbindlichkeit, wir brauchen Visionen für die frühkindliche Bildung, mehr Verbindlichkeit in der Schulvorbereitung. Die Vorkurse Deutsch, die müssen verbindlich stattfinden, und zwar mit qualifiziertem Personal. Wir von der FDP fordern Sie auf, behandeln Sie Kitas und den Ganztag nicht weiter als Aufbewahrungsorte, behandeln Sie das als Orte frühkindlicher Bildung. Das müssen uns die Kinder wert sein. Vielen Dank. Danke schön, Frau Kollegin. Für die Staatsregierung spricht jetzt noch die Frau Staatsministerin Ulrike Scharf.